Der 24. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an. Borussia Dortmund empfängt den SC Freiburg im Signal Iduna Park. Am Samstag um 15.30 Uhr ist es soweit. Tobi, der BVB dürfte mit breiter Brust auflaufen. Schließlich hat er die letzten drei Spiele gewonnen. Zwei in der Bundesliga, dann noch das Champions-League-Spiel gegen Paris. Ist es denn so? Ist der BVB hochmotiviert und selbstbewusst? Davon gehe ich mal aus, ne? Will ich hoffen. Also du warst ja heute bei der Pressekonferenz. Welchen Eindruck machen denn die Verantwortlichen? Ja, Pressekonferenzen mit Lucien Favre sind jetzt nicht zwangsläufig ein Stimmungsbarometer dafür, wie es beim BVB so ausschaut. Ich weiß gar nicht, was du da hast. Ja, Feuerwerk war es nicht. Nichtsdestotrotz, der jüngste Lauf ist gut. Die Bilanz gegen Freiburg ist gut, auch wenn der Auftritt im Hinspiel jetzt unglücklich war mit dem späten 2:2. Das war auch kein gutes Spiel im Komplettpaket. Aber insgesamt ist der BVB gerade auf Kurs und den gilt es jetzt vor sehr wichtigen Wochen natürlich zu halten. Alles andere als ein Sieg wäre zu wenig, wäre eine Enttäuschung, wäre auch ein Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft. Und insofern gehe ich schon davon aus, dass der BVB die Hürde SC Freiburg relativ souverän meistern wird. Flo, die Bilanz des BVB gegen SC Freiburg ist auch rundum positiv. Also man könnte fast vom Lieblingsgegner sprechen. Das ist ja so einige, ne? Ja, aber wir haben mal in die Statistik geschaut. 39 Spiele gab es gegen Freiburg. Nur dreimal hat der BVB verloren. Also was soll da schiefgehen am Samstagnachmittag? Da wird mal wieder Zeit, oder? Ich meine, Tobi hat es gesagt, drei Spiele gewonnen. Wenn man mal so auf die bisherige Saison guckt, müsste es jetzt mal wieder einen Einschlag geben, aber nein, ich bin da auch bei Tobi. Also aber was muss der BVB denn tun, damit eben genau das nicht passiert am Samstag? Ja, eigentlich genauso spielen wie in den bisherigen Heimspielen auch. Paris hast du angesprochen, also ich denke mal, wenn das so der Maßstab ist, dann kriegt Freiburg richtig einen eingeschenkt. Ist natürlich mal schwierig, dann solche Spiele zu vergleichen. Ein Bundesliga-Spiel gegen Freiburg ist sicherlich was anderes als ein Champions-League-Spiel dann in einer besonderen Atmosphäre gegen Paris. Aber ich denke mal, wenn man seine Stärken reinhaut, offensiv sowieso immer gefährlich und defensiv jetzt auch einigermaßen Stabilität gefunden, auch durch Emre Can, haben wir auch schon drüber gesprochen. Bin ich sehr positiv gestimmt, muss ich jetzt Tobi auch mal zustimmen. Einstellung ist das eine, die richtige Einstellung der Mannschaft. Das andere ist natürlich die Frage des Personals, Tobi. Was gibt es da Aktuelles? Mit wem kann der BVB auflaufen? Kann er, wird er auf dieselbe Mannschaft wie zuletzt setzen, die ja so als Erfolgsteam schon bezeichnet werden darf? Ja, Favre hat es dreimal gemacht. Also er hat die Startelf nicht verändert. Ob das jetzt wieder so ist gegen Freiburg, würde ich mal ein dickes Fragezeichen hintersetzen. Favre war so ein bisschen kryptisch. Er hat gesagt, zwei Spieler hätten unter der Woche gefehlt beim Training zwei Tage wegen Magenschmerzen. Er wollte dann aber nicht sagen, welche beiden das genau gewesen sind. Was glaubst du? Um wen handelt es sich da? Ist jetzt wirklich ein bisschen Spekulation, aber da Erling Haaland und Thorgan Hazard beide nicht draußen waren beim öffentlichen Training am Dienstag, könnte ich mir vorstellen, dass es um die beiden geht. Julian Brandt war auch nicht dabei am Dienstag, aber bei dem hat Favre gesagt, der ist auf jeden Fall wieder da. Das heißt, den kann man ausschließen. Die Torhüter haben auch nur hinter verschlossenen Türen trainiert. Das hat aber dann vielleicht eher Trainingssteuergründe als jetzt bei Haaland oder bei Hazard. Wie gesagt, ist nur eine Spekulation, ist nur eine Vermutung. Ich könnte mir vorstellen, dass es um die beiden geht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Lucien Favre ein Stück weit rotiert. Er hat das so ein bisschen durchklingen lassen, dass er sich da schon Gedanken drüber macht, weil jetzt eben so richtungsweisend so wichtige, intensive Wochen anstehen. Mal gucken. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Julian Brandt wieder von Beginn an spielen darf, vielleicht für Hazard. Ob er Haaland eine Pause gibt, ob er sich das traut, weiß ich nicht. Nur wenn man den laufen lässt, dann haut der natürlich, ist eine Floskel, aber der haut dann wirklich alles raus. Also wenn man den am Ende von einem Fußballspiel sieht, dann hat er alles gegeben. Mal gucken, ob er es macht oder ob er ihm vielleicht ein bisschen Pause gibt vor Paris. Schauen wir mal. Ist ja dann erst vor Gladbach, aber dann Paris. Ah, richtig. Erst Gladbach. Es wäre theoretisch, genau, es wäre eine ganze Woche Pause. Wenn ich mich festlegen muss, sage ich Brand für Hazard, ansonsten die gleiche Elf wie zuletzt. Auch beim SC Freiburg ist die Frage da, wer kann spielen? Luca Waldschmidt, der Nachwuchs-Nationalstürmer sozusagen, der wackelt eher, wird er nicht spielen können in Dortmund, aber die haben noch ein paar andere, die was können, oder? Worauf muss der BVB gegen Freiburg aufpassen? Ja, ich würde bei Freiburg jetzt nicht unbedingt, also Nils Petersen, klar kann man rausnehmen, der trifft eigentlich immer, auch seit Jahren, aber ist, glaube ich, das Gesamtpaket SC Freiburg, spielen also eine überdurchschnittlich gute Saison, wobei sie in den letzten Wochen, glaube ich, so ein paar Probleme hatten. Also sie waren Hinrunde ja so, war ein bisschen stärker noch. Hinrunde waren sie sogar Europa League-Plätze in Reichweite. Ist jetzt nicht unbedingt die Zielsetzung in Freiburg, aber sie kriegen es halt immer wieder hin, auch wenn Leute weggekauft werden, was ja nun mal jedes Jahr bei ihnen der Fall ist, wenn da Spieler gute Leistung zeigen. Luca Waldschmidt wird, wenn er so weiterspielt, da wahrscheinlich auch nicht mehr lange spielen. Ob das jetzt nach dieser Saison schon ist oder nach der nächsten. Tobi, vielleicht auch für Dortmund interessant. Luca Waldschmidt? Boah, das ist auch Spekulation. Nein, aber klar. Ich glaube, junge, aufstrebende Nationalspieler
sind ja per se schon interessant. Also wenn man da kein Auge drauf hat, dann macht man den Job nicht so richtig gut. Der BVB hat bewiesen, glaube ich, in der jüngsten Vergangenheit, dass er da ein sehr gutes Auge für Talente hat. Waldschmidt auch im Zettel steht. Ist auf jeden Fall kein schlechter. Sommerpause, ne? Ist ja noch ein bisschen hin. Ja. Ja, auf jeden Fall, das Paket stimmt beim SC Freiburg. Sind jetzt ein bisschen abgerutscht, aber ich denke, das ist immer noch eine sehr ordentliche Saison. Und ja, Christian Streich ist, glaube ich, in der ganzen Liga ziemlich beliebt für seine Art und seine Aussagen. Und seine Pullover vielleicht. Und seine Pullover. Also immer gern gesehener Gast, nicht nur wegen der Statistik, auch... Guter Typ halt. Ja, guter Typ. Und Freiburg auch ein Club, der, glaube ich, auch in ganz Deutschland Sympathien hat. Von daher, ja, wird ein angenehmer Nachmittag. Einer, der an diesem angenehmen Nachmittag nicht mitwirken kann, garantiert nicht, ist Marco Reus. Da machen wir so ein bisschen, betreiben wir so ein bisschen Rätselraten, Tobi. Ne? Was ist mit Marco Reus? Wie schwer ist die Verletzung, die er hat, wirklich? Der BVB sagt ja nur, es ist eine Muskelverletzung, ohne da genauer drauf einzugehen. Was denkst du, wie lange wird der BVB noch auf seinen Kapitän verzichten müssen? Ja, wir haben heute auch nachgehört. Wie gesagt, Lucien Favres Äußerungen auf PKs, die sind immer so ein bisschen schwammig. Man sollte die vielleicht auch nicht zu sehr auf die Goldwaage legen. Er hat gesagt, er wird noch einige Wochen pausieren müssen. Es sind jetzt schon drei. Ursprüngliche Diagnose war eben, wie du sagst, vom BVB, oder offizielle Diagnose vom BVB war Muskelverletzung. Und der BVB rechnet damit in circa 4 Wochen wieder auf dem Trainingsplatz. Das war nach dem Bremen-Spiel, 4. Februar. Das sind jetzt gut 3 Wochen. Aber Reus selbst hat ja, glaube ich, einen klassischen Muskelfaserriss, genau. Hat er ausgeschlossen. Genau, ne? Er hat selber jetzt am Dienstag gesprochen bei einer Talk-Veranstaltung. Da hat er gesagt, dass es eben schwer ist, genau zu prognostizieren, wann es wieder geht, weil es eben jetzt nicht der typische Muskelfaserriss ist, bei dem man sagen kann, weiß ich nicht, nach 3 oder nach 4 Wochen bist du wieder dabei. Insofern mal gucken. Er selbst sagt, er hofft, dass er in den kommenden Tagen das Pensum steigern kann, in den nächsten Wochen zurück zur Mannschaft stoßen kann. Ja, also ich glaube, Paris und alles, was jetzt vor der Länderspielpause kommt, ist ausgeschlossen. Am 4. April geht es gegen die Bayern, dann wären es genau 8 Wochen. Und vorher Länderspielpause, ne? Genau, vorher Länderspielpause. Ich denke, dass das dann so der Zeitraum ist, wo man vielleicht wieder mit Reus rechnen kann. Also so Blick Richtung Münchenspiel. Würde mich überraschen, wenn er vorher schon auflaufen könnte. Schauen wir mal, der BVB selbst sagt, dass es keine Rückschläge gegeben hat, dass es durchaus so ist, dass Reus im Plan ist. Mhm. Und dass, wenn man 4 Wochen nicht trainieren kann, es ja klar sei, dass man eben nicht nach 4 Wochen auch wieder spielt. Also das sollte man dann schon differenzieren. Vielleicht auch ein bisschen unglücklich kommuniziert. Aber ja, ich denke, am Ende werden es mindestens 6 Wochen, wahrscheinlich eher 7 oder 8. Und dann sind wir eben beim Münchenspiel. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass er wieder dabei ist. Münchenspiel ist auch ein gutes Stichwort. Der BVB kann theoretisch an diesem Wochenende die Bayern ein bisschen unter Druck setzen. Die spielen in Hoffenheim. Der BVB selber... natürlich zu Hause haben wir drüber gesprochen, gegen den SC Freiburg. Was denkst du, Flo, wie wird es dem BVB gelingen, jetzt am Wochenende den Bayern ein bisschen näher zu rücken an der Tabellenspitze? Ja, ich glaube, dass an dem Spieltag jetzt nicht so viel passieren wird. Wie gesagt, Bayern in Hoffenheim ist jetzt nicht ganz ohne. Hoffenheim ist ja auch so, spielen mal wirklich gut. Die haben das Hinspiel, glaube ich, gewonnen gegen die Bayern in München. Und Bayern ohne Lewandowski jetzt erstmal ein paar Wochen? Genau, macht sie jetzt auch nicht besser, das ist klar. Aber ich denke mal, dass sie das trotzdem jetzt nicht... mit 4-0 oder 5-0 auch gerade das Champions-League-Spiel bei Chelsea auch, wenn sie sehr souverän gewonnen haben, kostet natürlich immer ein paar Körner dann auch die Reise. Und Leipzig dann, glaube ich, gegen Leverkusen und Gladbach gegen? Gladbach gegen, ja. Ja, wir sind perfekt vorbereitet. Ja, der Moderator führt hier wirklich wunderbar durch die Sendung. Ich sag's immer wieder. Ja. Also ich glaube, dass an diesem Spieltag jetzt nicht so viel passiert. Dortmund hat auf dem Papier, auch wenn wir jetzt Gladbach gerade nicht einfällt, die leichteste Aufgabe. Und ich denke, man sollte da jetzt auch zusehen, dass man seine Aufgaben löst. Und ja, da muss man halt gucken, dass mal irgendwann einer stolpert. Weil beim BVB, wir haben es gerade gesprochen, ne, also die Stabilität, und die sollte an erster Stelle stehen. Also du solltest jetzt einfach mal die nächsten 3 Spiele auch gewinnen. Und dann kannst du mal wieder auf die Tabelle gucken. Also dein Tipp, wie endet das Spiel BVB gegen Freiburg? 3-0. Tobi, deine Ansicht? Ich glaube auch einen glatten Sieg, 4-1. Ob es wirklich so kommt, natürlich bei ruhrnachrichten.de. Alles, was Sie von uns gewohnt sind, Spielbericht, Kommentar, Fotos, Videos. Alles, was man sich nur wünschen kann. Reinklicken lohnt sich.